Hallo bei No Hate Talk, eurer Stimme gegen Hass im Netz. Ich bin Adam. Jede Woche Sonntag stelle ich ein neues Video mit Politikern und Politikerinnen aus allen Parteien hoch. Ihr habt die Möglichkeit, ihnen Fragen zu stellen. Dafür einfach in die Kommentare reinschreiben und viel Spaß beim Video. Herr Thierse, was ist Ihr Lieblingsschimpfwort? Ich habe kein Lieblingsschimpfwort. Gelegentlich gerate ich auch ins Schimpfen, aber so gut wie nie öffentlich. Wann meinen Sie, wann Hassreden bzw. Schimpfwörter im Netz gefährlich werden können? Hassreden sind eigentlich fast immer gefährlich, zumal im Netz, weil dort gar nicht die Gelegenheit besteht, dass sofort widersprochen wird, dass sofort richtiggestellt wird, sodass Hassreden im Netz gewissermaßen in einen großen Raum geraten und das Echo diese Hassrede verstärkt. Und das ist das eigentliche Problem der Hassreden in den sozialen Medien, im Netz, dass sie Hassreden in einem Echoraum ist, der den Hass verstärkt und multipliziert. Sind Sie selbst schon mal Opfer von Hassreden geworden? Da ich in den sozialen Medien nicht lebe, höre ich das nur. Mein Sohn sagt mir, du bist mal wieder beschimpft worden. Aber ich habe hinreichend viele Hassmails bekommen, in denen ich auf drastische Weise beschimpft worden bin. Gab es da konkrete Beispiele, die Sie besonders getroffen haben? Ja, man hört nicht gern, wenn man als Rassist beschimpft wird, selber als Nazi, wenn man beschimpft wird als Volksverräter, als Scheinheiliger, als Nichtdemokrat, als Heuchler etc. Also das ganze Sammelsurium von Beschimpfungen habe ich schon erlebt. Naja, aber jetzt haben wir doch Meinungsfreiheit in Deutschland. Warum ist es da überhaupt wichtig, sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Homophobie einzusetzen? Die Meinungsfreiheit deckt nicht Straftaten. Sie denkt nicht Beleidigung und Herabwürdigung von Personen. Das ist die Grenze von Meinungsfreiheit. Denn der wichtigste Artikel des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und jemanden niederzumachen, zu erniedrigen mit Worten, ihn mit Hass zu überwältigen, das ist nicht durch die Meinungsfreiheit geregelt. Das ist eine klare Verletzung der Verpflichtung zur Verteidigung der Menschenwürde. Weil Sie die Würde des Menschen Artikel 1 Grundgesetz angesprochen haben, brauchen wir heutzutage noch Menschenrechtsbildung? Ganz unbedingt brauchen wir die. Ich hoffe sehr, dass in den Schulen das ein ganz wichtiges Thema ist. Denn die Achtung vor der Würde des einzelnen Menschen, Respekt vor der Person ist ein Fundament unseres Zusammenlebens, auch unserer politischen Ordnung. Wenn das zerstört wird, dann wird es wirklich gefährlich. Dann ist auch unsere Demokratie gefährdet. Dann ist der Frieden unseres Zusammenlebens gefährdet. Weil Sie gesagt haben, dass die Demokratie dann gefährdet ist, Fake News, ist das auch etwas, was zur Gefährdung der Demokratie beitragen kann? Die Demokratie lebt davon, dass Menschen sich austauschen, sich mit unterschiedlichen Meinungen konfrontieren. Wenn man so will, Demokratie ist friedlicher Streit zwischen Menschen unterschiedlicher Meinungen, unterschiedlicher Interessen, unterschiedlicher Prägungen und Überzeugungen. Aber auf eine friedliche Weise, der Streit, der Austausch, und nicht so, dass die einen den anderen mit Hass überziehen oder Lügen vortragen. Deswegen wünsche ich mir ja sehr, dass gerade im Netz, in den sozialen Medien, wo Fake News verbreitet werden, wie wir wissen, sogar ziemlich systematisch, fast industriell kann man das machen. Ich wünsche mir sehr, dass es eine Menge Leute gibt, die widersprechen, die klarstellen, die also wirklich diese Meinungsauseinandersetzung betreiben. Das ist Sache von Demokraten im Netz. Da sollte man nicht darauf warten, dass die Politik, die Behörden, die Polizei, die Justiz das erledigen, sondern Bürger im Netz müssen sich wehren gegen Hass und gegen Lüge. Super. 1a, das war gerade so gut, dass ich kurz übergehen möchte, gucken möchte. Ja, perfekt. Das war super.
Nun ja, Trump hat jetzt in den Vereinigten Staaten erfolgreich mit Hassreden auch seine Wahlkampagne geführt. Ist dieses Modell in Deutschland schon angekommen bzw. denkbar? Also nach aller Erfahrung wissen wir, was gestern in den USA der Fall war, kommt morgen in Deutschland an. Das ist das Beunruhigende. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch eine Trumpisierung unserer Demokratie, unserer politischen Kommunikation erleben. Zunächst vielleicht durch den Einfluss von außen, dass das systematisch betrieben wird. Egal, ob das dann aus Amerika kommt oder aus Russland oder aus ganz anderen Ecken der Welt. Aber natürlich auch im Lande sind natürlich Parteiungen, um es vorsichtig auszudrücken, in der Versuchung, selber so etwas zu betreiben. Politischen Erfolg durch Fake News, durch Beschimpfungen, durch Denunziationen erreichen zu wollen, weil man ja sieht, in den USA, man kann damit Erfolg haben, weil man ja sieht, dass die Widerlegung von Lügen Zeit und Kraft braucht und man zwischendurch Erfolg haben kann. Nun gibt es ja viele Initiativen, die sich gegen Hass im Netz einsetzen, so wie zum Beispiel das vom Europarat eingesetzte No Hate Speech Movement. Warum brauchen wir Kampagnen und Initiativen, die sich dagegen einsetzen? Also wir müssen Menschen motivieren, diese Anstrengung auf sich zu nehmen, sich gegen Hass und gegen Lügen im Netz zu wehren. Das ist ja wirklich eine Anstrengung, es kostet Zeit. Man muss recherchieren, denn man muss ja eine Lüge widerlegen. Man kann ja nicht nur einfach das Gegenteil behaupten, sondern man muss seinerseits mit Fakten aufwarten. Und das ist eine mühselige, anstrengende, schweißtreibende und möglicherweise auch kostenverursachende Arbeit. Und dazu zu ermutigen, das auch zu organisieren und möglichst viele dafür zu gewinnen, das halte ich für absolut notwendig. Das ist nicht Sache der Berufspolitiker alleine, sondern das ist eine Sache der Bürgergesellschaft. Nun sind vor allem viele junge Menschen auch betroffen von Hasskommentaren im Netz. Was für einen Rat würden Sie diesen jungen Menschen geben? Sich nicht einschüchtern lassen und sich mit anderen verbinden, um sich zu wehren. Weil ich glaube, das ist die sogenannten Digital Natives, die sind hier herausgefordert. Ich bin ein alter Herr. Für mich ist das sozusagen immer noch eine Gegend zu lernen. Aber junge Leute, die sich ganz selbstverständlich darin bewegen, die müssen ja fast Selbstverteidigung betreiben, damit das Netz, das Internet auch bleiben kann, was ja ein großes Versprechen war, ein Medium des wirklichen Informationsaustausches, der Intensivisierung demokratischer Kommunikation. Selbstverteidigung betreiben, sich nicht einschüchtern lassen, sich mit anderen verbünden, zusammenzutun, sich organisieren, im Netz organisieren. Das ist, glaube ich, notwendig und das ist auch, finde ich, eine richtige Pflicht der jungen Generation. In diesem Sinne, Selbstverteidigung, organisiert euch gemeinsam. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert. Wir sehen uns nächste Woche wieder und an alle Opfer von Hasskommentaren im Netz, vergesst nicht, ihr seid nicht alleine, gemeinsam sind wir stark.